Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben jetzt 8.21 Uhr und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in die Bib, denn ich treffe mich wie eigentlich so gut wie jeden Tag mit meiner Freundin und wir lernen gemeinsam. Und ja, daraus besteht dann auch mein ganzer Vormittag. Dann muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht gehe ich in die Mensa. Da gibt es nämlich heute veganes Schnitzel und das klang eigentlich ganz nice. Und genau, heute Nachmittag dann einfach in der Kanzlei, ganz normal, von 15 Uhr bis 19 Uhr. Yes, mehr ist für heute nicht geplant. Eventuell müsste ich einkaufen gehen, weil ich habe gefühlt nichts mehr hier. Ich war halt auch über die Feiertage, also über das Wochenende war ich mit meinen Eltern. Dann war ja Montag Feiertag und deswegen hatte ja auch alles zu. Und ja, jetzt stehe ich hier und deswegen ist es auf jeden Fall mal wieder bitter nötig bei mir. Dass ich mir mal wieder was besorge. Meine Klausuren rücken auch schon immer näher. Wir haben jetzt den 31. und ich schreibe am 10. die erste, also jetzt nicht die erste Klausur, das ist die dritte Klausur, die ich dieses Semester schon schreibe, aber die erste jetzt in diesem Klausurenblock, sage ich jetzt mal, weil ich hatte ja schon welche vor 2 Wochen. Und jetzt habe ich halt ab dem 10. eine, halt wie gesagt am 10., am 14. und am 17. und dann habe ich wieder 2, 3 Wochen Pause und dann geht es halt wieder mit den Klausuren los. Und von diesem Klausurenblock ist der erste, die erste Klausur dann halt am 10. Und ja, dafür bin ich auch schon die ganze Zeit am Lernen. Und Leute, es ist irgendwie so viel. Aber es geht. Also ich habe ja im letzten Video wirklich sehr, sehr rumgeheult. Mir ging es jetzt am nächsten Tag dann auch schon viel besser. Und jetzt auch generell übers Wochenende hat sich das alles eigentlich ganz gut bei mir gelegt. Und mir geht es wieder gut. Und ich bin nicht so überfordert. Weil ich habe auch gesehen, dass ein paar Leute in den Kommentaren meinten, mach mal langsamer, mach nicht so viel. Du sorgst auch selbst für die Überforderung. Und ja, das stimmt auch. man könnte auch weniger machen, ja. Aber ich habe es mir bewusst ausgesucht. Und natürlich, je mehr man macht, desto mehr muss man halt auch irgendwo können und lernen. Aber ich weiß nicht. Also ich mag halt auch dieses Baurechtszusatzding, was ich im Moment mache. Und ja, keine Ahnung, ich habe halt das Gefühl, das bringt mir halt auch super viel, auch für dann die Zukunft. Ich finde es auch wirklich sehr interessant und könnte mir auch vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten. Deswegen, warum nicht? Und ich denke mir halt auch eh, also mein Gott, wenn ich jetzt dann 1, 2 Semester länger studiere, davon geht die Welt auch nicht unter. Und auch wenn ich in meinem letzten Video dachte, die Welt geht unter, wenn ich dieses Semester nicht meine ganzen Klausuren bestehe und alles gegebenenfalls, jetzt nicht alles, aber nochmal ein paar Sachen neu schreiben müsste wegen der neuen Zwischenprüfung, die dann kommt, dann ist das halt so. Also davon, wie gesagt, geht die Welt nicht unter. Es juckt im Endeffekt eh keinen. Ja, wichtig ist einfach nur, dass ich in der Regelstudienzeit bleibe für den Freischuss. Aber das müsste jetzt mit den ganzen Corona-Semestern auch, glaube ich, jetzt nicht weiter schlimm sein oder weiter schwierig sein. Da halt wirklich ein Hoch auf Corona, wenn man da jetzt auf jeden Fall ordentlich Pufferzeit bekommen hat dadurch. Und deswegen, ja, bin ich jetzt von meinem Überforderungstrip ein bisschen runtergekommen. Ich meine, ich bin immer noch überfordert und das ist okay und das ist auch normal, wenn es ja wirklich nicht ein Dauerzustand ist. Es kommt und geht. Also ich hatte das ja, wie gesagt, extrem krass in meinem letzten Video. da war ich komplett fertig. Aber jetzt geht's. Und ich meine, die Klausur ist ja jetzt sogar näher gerückt. Und jetzt denke ich mir, okay, das wird schon alles irgendwie. Und deswegen ist es, glaube ich, okay, weil halt so ein bisschen Überforderung ist ja auch gut, weil wenn man halt immer nur Sachen macht, die einen nicht fordern und nicht mal ab und zu vielleicht ein bisschen überfordern, dann wächst man ja auch nicht so viel. Also natürlich, eine Überforderung ist nur bis zu einem gewissen Grad gut. Man sollte jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, deswegen weinen und nachts nicht schlafen können und sowas, aber das ist bei mir nicht der Fall. Also es geht wirklich noch klar. Aber danke auf jeden Fall für eure lieben und netten Worte. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass, ja, keine Ahnung, sich so viele auch von euch in den Kommentaren gemeldet haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, auch mit Tipps und allem. Also falls es jemandem von euch genauso geht, dann guckt vielleicht einfach da in den Kommentaren vorbei. Vielleicht findet ihr da ja etwas, was euch als Tipp vielleicht gut hilft. Genau, ich mache mir jetzt auf den Weg zur Uni und dann sehen wir uns gleich. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt den nächsten Tag.
Ich habe mir gestern viel zu viel, nee, ich habe mir eigentlich nicht zu viel vorgenommen, ich habe eigentlich einfach nur zu wenig gemacht. Das ist der springende Punkt. Ich habe irgendwie ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit ich für alle Dinge brauche. Ich war ja dann noch bei der privaten Baurechtszusatzqualifikation. Das geht halt auch immer 4 Stunden, also von 15 Uhr bis 19 Uhr. Und ich unterschätze immer, wie tot ich danach bin, weil ich mir immer denke, so, ja, danach mache ich noch was und sowas. Und dann komme ich nach Hause an und mache legit einfach gar nichts mehr. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, also gestern ist nicht viel passiert. Ich war einfach dann nur von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Uni. Und dann war ich in der Mensa mit Lenny und ja, danach halt bei Baurecht. Mehr war es auch nicht. Abends habe ich mir einfach die Next Level Blasen gelaufen. Nicht hinten an der Ferse, sondern unter der Ferse. Also halt da, wo man halt die ganze Zeit mitläuft und das tut so weh. Ja, bisschen unpraktisch. Hatte ich auch noch nie, glaube ich. Aber kann ich auch nicht empfehlen. Also ja, jetzt muss ich mal gucken, weil ich wollte jetzt auf jeden Fall mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Dass ich halt nicht so viel laufen muss, dass sich meine Füßchen heute ein bisschen erholen können. Ich verstehe auch gar nicht, wie das sein konnte, weil ich hatte halt meine Cowboy-Boots an und mit denen kann ich sonst gefühlt einen halben Marathon laufen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war auch schon mehrmals auch in Spanien und sowas mit denen unterwegs und ich bin auch schon mehrmals über 10.000 Schritte mit denen gelatscht. Also es ist jetzt nicht so, als wären das halt nur Schuhe, die man halt anziehen könnte, wenn man genau weiß, man läuft heute nicht viel, sondern es geht eigentlich voll klar. Ich würde sie nicht zu einem Städtetrip anziehen, wo ich jetzt sagen würde, okay, vielleicht laufe ich 20, 30.000 Schritte. Da würde ich sie jetzt nicht anziehen, sondern immer andere Schuhe vorziehen. Aber ich habe mir eigentlich noch nie Blasen mit denen gelaufen, vor allem nicht so komische, also so unter den Füßen. Das ist echt, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Tut das halt jetzt ordentlich weh und deswegen kommen heute die Birkenstocks zum Einsatz und das Fahrrad, dass ich halt wirklich nicht viel gehen muss. Genau. Ansonsten habe ich mir den Wetterbericht für die nächsten Tage angeguckt und ich bin wirklich sehr in Love. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich erwartet habe, weil wir haben jetzt Juni. Heute ist offiziell der 1. Juni. Und schaut euch das mal bitte an. Ist das nicht toll? Ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Sondern wirklich kein einziges Wölkchen am Himmel für die nächsten Tage. Bis auf da unten, aber das ignorieren wir jetzt. Die vergeht bestimmt auch noch. Aber so ansonsten keine einzige Wolke. Finde ich sehr toll. Jetzt mache ich auf jeden Fall mein Bett, weil das ist ein reines Chaos, weil das mache ich auch immer, bevor ich das Haus verlasse. Und ja, dann geht's in die Uni. Yay! Guten Morgen, wie könnte es auch anders sein? Sitze ich jetzt am Schreibtisch. Wobei, es könnte eigentlich anders sein. Ich sitze ja normalerweise morgens in der Bib und lerne da, beziehungsweise in der Uni. Heute aber haben wir uns dazu entschlossen, von zu Hause aus zu lernen. Weil, also ich habe mich dazu entschlossen, meine Freundin kommt heute nicht und ohne sie habe ich keine Motivation, irgendwas zu machen. Und ohne sie besitze ich auch nicht die Disziplin, alleine was zu machen. Deswegen, ja, probiere ich es jetzt heute von zu Hause aus. Ohne sie. Ich habe ja auch schon vor mir meine HGB-Sachen liegen. Meine Lust hält sich in Grenzen. Ich muss auch sagen, ich habe gestern auch nach der Uni, also nachdem ich halt da war, nichts mehr für HGB gemacht. Was immer ein Shame on me ist, weil ich sitze halt dann in der Uni und denke mir so, okay, jetzt mache ich hier noch das und das. Und dann mache ich zu Hause eine Pause und dann mache ich weiter. Ich mache auch eine Pause zu Hause, aber danach geht es halt irgendwie nicht weiter. Also. Ja, und dann denke ich am nächsten Tag immer, boah, nee, heute musst du mehr machen. Und dann stapelt sich und stapelt sich das und stapelt sich das. Und das ist schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, ich habe mir schon meinen Cappuccino gemacht, wie immer. Beziehungsweise nicht wie immer, weil ich glaube, ich hatte die letzten beiden Male nicht gestern und vorgestern. Aber sonst wie immer. Und yes, ansonsten ist heute eigentlich nicht mehr viel Uni auf dem Plan, tatsächlich. Heute Nachmittag treffe ich mich nämlich mit zwei Freunden und wir spielen ein bisschen Gesellschaftsspiele, die mich schon seit einem Jahr oder länger verfolgen.
Ja, eigentlich seit einem Jahr. Länger davor war das nicht. Aber seit einem Jahr verfolgen die wissen, dass ich mich vor einem Jahr richtig regelmäßig mit Freunden von mir getroffen habe. Und wir dann immer ein bis zweimal die Woche einen Spielenachmittag gemacht haben draußen in der Sonne. Das geht im Sommersemester immer richtig gut. Und im Wintersemester war ich ja gar nicht hier. Aber ja, das waren immer sehr, sehr schöne Tage und sehr, sehr schöne Nachmittage. Und deswegen freue ich mich da auch total drauf, das heute wieder mit denen zu machen. Die Regelmäßigkeit ist dieses Semester leider irgendwie nicht mehr so drin, weil wir irgendwie alle weniger Zeit haben. Die sind jetzt auch in der Examensvorbereitung und sind halt jetzt mega gestresst auch damit, mit dem Repetitorium und so. Deswegen, ja, alles ein bisschen kritisch, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute sehen. Und yes, ansonsten nehme ich mir wieder vor, nach der Pause, nach der Gesellschaftsspielpause, natürlich heute Abend noch was für HGB zu machen. Ihr seid jetzt der Grund dafür, dass ich es durchziehen muss, weil jetzt habe ich es halt auch offiziell in der Kamera gesagt. Jetzt kann ich keinen Zurück mehr machen. Ja, und als hätte ich nicht genug Stress im Moment. Ich meine, ich habe mich vor zwei Videos ja noch heulend bei euch beklagt, wie überfordert ich mich im Moment fühle. Habe ich mich bei uns, bei der Corporate Law Clinic, da bin ich schon länger Mitglied tatsächlich, also auch seit einem Jahr. Aber ich war da halt bisher noch nicht so krass aktiv, dass ich halt irgendwas gemacht habe, weil ich halt, also ich habe halt so Seminare belegt zu irgendwelchen Steuersachen und sowas, die man halt machen muss, um da aufgenommen zu werden. Halt einfach generell so Vorträge von so verschiedenen Anwälten hören und so. So ein bisschen zur Einführung, weil man da halt auch Sachen macht, die man halt eben so nicht im Studium macht. Das ist halt Rechtsberatung für Startups. Sorry, falls ich das nicht erklärt haben sollte. Rechtsberatung für Startups. Ja, und da habe ich jetzt so ein Mandat gesehen, das fand ich eigentlich ganz cool und habe da mal geschrieben. Und wir telefonieren halt dann jetzt bald und verteilen die Aufgaben. Ich war so, oh, so bald schon. Ja, also muss ich mal gucken, wo ich mir die Zeit auch noch irgendwie aus dem Arm schneide. Also, ja, aber ich bin da zuversichtlich, dass ich das auch noch neben meinem privaten Baurechtszeugs, neben meinem Studium und meinem YouTube-Kanal noch irgendwie auf die Kette kriege. Und meinen normalen Leben, was Freunde, Essen, Schlafen und Einkaufen und Putzen beinhaltet und Sport. Ich bin sehr optimistisch, dass ich das noch alles unter einen Hut kriege. Ja, ich meine, ich gucke mir das ja mal an, ich kann ja mit denen mal talken und wenn ich sage, okay, das geht gar nicht vom Umfang her, dann bin ich halt raus und mache halt irgendwann anderes, bei irgendeinem anderen Mandat halt dann mal mit. Aber ja. Ich wollte es eigentlich schon länger mal machen, dass ich mich da mal ein bisschen beteilige. Und als ich halt in Spanien war, ging das jetzt, glaube ich, also keine Ahnung, ob das jetzt auch online alles geht, wahrscheinlich schon, aber da hatte ich ganz, ganz andere Probleme in meinem Kopf und hatte gar keinen freien Space mehr, an irgendwas anderes zu denken. Habe ich jetzt eigentlich auch nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich irgendwie alles ein bisschen besser handeln. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht, aber damit ich mich jetzt nicht länger von meinem HGB-Zeug drücke, würde ich sagen, fange ich jetzt an und wir hören uns später wieder. Hallo! Jetzt zeige ich. Hallo und guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag. Gestern ist echt nicht mehr viel passiert. Ich bin dann einfach nur noch nach dem Treffen nach Hause gegangen, war einkaufen, habe was gekocht, bin schlafen gegangen. Und jetzt ist ja auch schon der nächste Tag. Und ich mache mich auf den Weg in die Uni. Ich treffe mich da wieder mit einer Freundin. Lisa joint dieses Mal. Und wir wollten dann heute den ganzen Tag gemeinsam verbringen. Zuerst in der Uni ein bisschen lernen und dann einen kleinen Wechsel, wo wir uns dann kurz was zu essen holen. Und dann in ein Café gehen und da weiter lernen. Yay. Aber ja, ich denke mal, ich habe auch auf jeden Fall ein Gesellschaftsspiel mit dabei. Wir werden auch bestimmt ein bisschen spielen, ein bisschen quatschen. Also jetzt nicht den ganzen Tag von morgens bis abends lernen, aber schon auf jeden Fall hoffentlich gut was geschafft kriegen. Und yes, deswegen, genau, ich bin auch schon ein bisschen spät dran. Normalerweise bin ich ja immer schon um 9 in der Bib, aber irgendwie, wenn Caro nicht mit dabei ist, weil Caro ist immer diejenige, mit der ich mich um 9 verabrede, dann
lasse ich das auch so ein bisschen schleifen. Also das ist echt nicht gut. Und was soll ich machen, wenn Caro bald die Examen schreibt und dann noch nicht mehr in der Bib ist? Dann habe ich gefühlt gar keine Disziplin mehr ohne sie. Aber ja, ich ignoriere meine Haare übrigens, weil ich habe da jetzt Fett-Sonnencreme drauf geklatscht. Deswegen sehen die auch so aus. Weil ich mir meinen Scheitel gestern so ein klein bisschen verbrannt habe. Und ich glaube, hier irgendwo auch so ein klein bisschen. Also hier geht's noch, und im Rücken auch. Ich war auch eingecremt, aber halt mein Scheitel nicht. Deswegen hat es den ein bisschen hart getroffen. Es ist jetzt nicht dramatisch, dramatisch. Also da hält sich jetzt nichts. Also da ist noch echt alles gut. Aber ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Uni gehe oder wieder zurück, vom ganzen Weg her und sowas, ist man ja schon ein bisschen in der Sonne und da halt dann lieber Sonnencreme noch drauf haben, als dass er dann noch mehr verbrennt. Deswegen, genau, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich mache mich jetzt auf den Weg und nehme euch natürlich dabei mit und ich würde sagen, let's go! Meine Falafel und dieser Shawarma. Sehr lecker. Ich wollte mich nochmal melden. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich habe heute auch schon geduscht, gekocht, Wäsche gewaschen, gefrühstückt, mein Zimmer aufgeräumt, Wäsche aufgehangen, zwei Maschinen und gehe jetzt gleich in die Bib und werde dann, während ich lerne, wahrscheinlich schon die Videos auf mein Handy importieren, damit ich sie schneiden kann, damit das Video morgen für euch online kommt. Wir haben nämlich jetzt Sonntag. Ich werde mich dann heute und morgen an den Schnitt setzen und das für euch dann fertig schneiden, dass ihr das dann auch pünktlich montags um 18 Uhr dann sehen könnt. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat nämlich letztens eine kommentiert, dass sie es schade findet, dass ich keine Outros mehr drehe. Ich muss sagen, das liegt daran, dass eigentlich die wenigsten Menschen Videos so lange schauen und das zieht halt dann total die Videoanalyse-Daten runter und da wird es halt noch weniger Leuten vorgeschlagen. Und ich meine, gerade beim Outro, ich kann es auch verstehen, schalten dann halt erst recht immer relativ viele ab, weil man sagt ja jetzt auch nichts mehr Spannendes, außer von wegen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und folgt mir auf Instagram. Deswegen mache ich das halt meistens nicht. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls sich das überhaupt jetzt irgendwer hier gerade anguckt, wie ihr dazu steht, ob ihr ein Outro haben wollen solltet oder nicht, ob ihr ein Outro haben möchtet oder nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, ja, wer überhaupt so lange dran bleibt, falls überhaupt ich da was sehen kann, falls irgendwer überhaupt das kommentiert. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag oder hattet einen schönen Tag und euch hat das Video gefallen. Ich freue mich sehr, eure Kommentare zu lesen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und genießt die Sonne.